Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Review-Kanal. Jetzt kommt das Video, was ich ja bereits bei dem Unboxing von dem SIP-Paket angekündigt habe, und zwar der Schuss- und Funktionstest von der CO2 Luger. Kurz was zur Pistole an sich. Die Waffe besitzt eine Mündungsenergie von knapp 3 Joule, verschießt das Kaliber 4,5 mm Stahlkugeln und wird mit diesen 12 Gramm CO2-Kapseln beladen. Und das funktioniert tatsächlich folgendermaßen, aber falsch. Zunächst an dieser Stelle, bevor ich die Waffe lade, ein wirklich riesengroßes Dankeschön an Heiko von SIP Militaria und an ein komplettes Team. Die haben uns dieses Gerät wirklich unentgeltlich zur Verfügung gestellt, und ich werde das jetzt mit allergrößter Freude testen und vorstellen. Vielen Dank dafür. Also, die Pistole kommt mit diesem Magazin und diesem Imbus. Das Gas wird folgendermaßen so in die Waffe eingeführt oder in das Magazin. Man hat von dieser einen Seite hier den Clipper vom Magazin und muss es einmal umdrehen, dann kann man die Kapseln einlegen. Und jetzt schraubt man mit dem Imbus hier unten am Magazinboden die Kapsel ganz simpel fest. So, die Waffe in diesem Zustand hat natürlich den arretierten Schlitten und ist von mir gesichert worden, weil das ist eine Energie von der Waffe, die wirklich schon einigen Respekt einflößt, und ihr werdet auch gleich sehen, was ich meine. Also jetzt der versprochene Schusstest, und vielleicht werden wir den im Sommer nachholen, weil es ist wirklich heute wesentlich kälter, als es vielleicht auch aussieht. Hier faucht es ganz schön und ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was die Waffe energiemäßig macht, aber es sollte immer noch reichen, um euch zu zeigen, wie viel Kraft diese CO2-Waffen tatsächlich haben. Ich fange rechts an. Gut, das hat man jetzt vielleicht nicht gesehen im Video, aber jeder einzelne Schuss hat schon die Flasche an sich beschädigt. Und zwar tatsächlich per Durchschuss. Also kurz mein Fazit zu der Pistole. Es macht mega Spaß zu schießen, und es ist tatsächlich, ich vermute mal, auch von der Haptik her und von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe, qualitativ wirklich so hoch, dass es nicht wie bei den Airsoft-Lugern so ist, dass zum Beispiel solche Geschichten wie hier der Verschlussfang nach einer Woche nicht mehr funktionieren. Ja, also die Leistung ist natürlich jetzt auch aufgrund der Kälte extrem eingeschränkt. Und deswegen wird es auch die kleinere grüne Flasche wahrscheinlich nicht zerlegt haben. Ich vermute mal, wenn wir den Schusstest im Sommer nachholen, wird sich das dann anders darstellen. Ja, absolute Kaufempfehlung, wirklich. Gut, das wäre es an der Stelle wieder von uns gewesen. Ich verabschiede mich von euch, bis zum nächsten Mal.